Hi meine Lieben, bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich euch nur darauf hinweisen, dass ich jetzt auch Facebook habe. Ich heiße da Charlie Seevogel und ihr könnt mich da gerne adden. Ich bin, glaube ich, schon mit einigen befreundet. Aber wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann ja, addet mich einfach. Wir können über Bücher schreiben, das ist immer einfacher, glaube ich, als über Mail, so per Facebook. Und da werde ich dann auch mal Sachen posten, wenn irgendwas ist oder Gruppen erstellen oder keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also nur für die, die es interessiert. Und ansonsten geht es heute um mein Bücherregal-Video. Und dieses Video ist ja immer so extrem angefragt. Und deswegen gebe ich es euch jetzt. Ich habe mein letztes Bücherregal-Video dieses Jahr im November gemacht. Das ist jetzt so ein Dreivierteljahr her. Und wir werden mal sehen, wie viel sich verändert hat. Ich habe nicht so das Gefühl, dass sich so extrem viel verändert hat. Ich glaube, es sind immer noch dieselbe Anzahl von Büchern, weil ich einfach sehr viel aussortiert habe, auch im Laufe des Jahres. Aber es ist natürlich auch einiges dazugekommen. Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Das ist mein Bücherregal. Ich zeige euch mal eine kurze Übersicht. So. Ja, also erstmal, um ein paar Fragen so im Voraus zu klären. Das ist das Billy-Bücherregal in Weiß von Ikea. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich glaube so 45 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe so ungefähr 70 oder 75 Bücher. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Und ich habe mein Bücherregal eigentlich nach nichts Besonderem sortiert. Also ich habe halt, wie man vielleicht sehen kann, eigentlich so hauptsächlich so die Reihen zusammengestellt und dann so ein bisschen nach Größe und Hardcover, ja, oder so ein bisschen auch nach einfach, ja, keine Ahnung, eigentlich hauptsächlich so nach Reihen und so ein bisschen nach Thema, aber es ist irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden so und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Losgehen tut's hier oben. Da sind nur ein paar DVDs. Und dann hier ist mein Rubinrot-Schuber, aber vor dem steht so ein Audrey Hepburn-Schild. Und dann habe ich da noch so ein Prada-Mafa-Dings und noch so ein paar DVDs. Herr der Ringe steht da, die Reihe und die Sherlock-Box. Und ja, das war's auch schon mit der oberen Reihe. Und dann habe ich hier meine ganze Harry Potter-Reihe, ne? Kennt ihr wahrscheinlich. Ach so, nee, obwohl das sechste fehlt. Ich habe das sechste, nee. Dann habe ich hier Twilight bis zum Ende der Nacht von Stephanie Meyer. Ich finde, es hat einfach ganz gut dahin gepasst. Und dann habe ich hier noch so ein paar meiner liebsten Bücher. Zum Beispiel Elena. So, Elena, das Lied der Löwen. Den Hobbit, ne, kennt ihr. Habt ihr bestimmt noch nie in meinen Videos gesehen. Dann Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und Die Bestimmung. Obwohl, von Das Schicksal ist, ein mieser Verräter. Da fehlt mir noch die englische Ausgabe. Die habe ich gerade noch ausgeliehen. Und dann habe ich hier als nächstes noch meine Rubinrot-Reihe, das heißt Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Und mir fällt gerade auf, dass Saphirblau falsch rum drin steht. So kann es kommen. So, sieht direkt viel schöner aus. Dann habe ich hier noch City of Bones und City of Ashes von Cassandra Clare. Die habe ich beide schon gelesen und mal gucken, also eigentlich will ich die Reihe schon weiterlesen, nur, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich viel zu faul, mir da irgendwie die ganzen restlichen Bücher zu kaufen, weil es einfach so teuer ist. Und dann habe ich hier noch Raum, ist relativ neu, von Emma Dunnow und das werde ich auch noch lesen. Das ist das nächste Regal und ich muss zugeben, dass ich dieses Regal super gerne mag und wir gehen mal wieder ein bisschen näher ran und packen dieses Ding mal ganz kurz auf den Boden, weil es nervt. Ja, also hier habe ich meine wunderbare Ausgabe von Daughter of Smoke and Bone von Lainey Taylor. Dann habe ich hier die komplette Fury Trilogy, also Im Herzen die Rache, der Zorn und die Gier. Ja, dann habe ich hier auch aus dem Löwe Verlag Von der Nacht verzaubert, so. So kann man sehen, von Amy Plum. Und eigentlich müsste hier jetzt noch im freien Fall stehen, nur es steht gerade falsch. Warte, ich behebe das ganz kurz. Dann kommt hier im freien Fall, wie ich mich in eine Pappfigur verliebte, von Jennifer Preck oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe halt jetzt so meine Löwe-Bücher mal nebeneinander, weil die alle gleich groß sind, so könnt ihr es sehen.
Und das gefällt mir relativ gut. Und dann geht es hier weiter mit den ersten beiden Silberbüchern von Kerstin Gier, Wisst, wie sehr ich sie liebe. Und dann hier noch aus dem CBT und CBJ Verlag, Peter von Rachel Kuhn. Fand ich sehr gut. Ich frage mich immer noch, ob da jetzt irgendwann mal ein zweiter Teil kommen wird oder nicht. Und dann haben wir da noch Elfenkuss von April and Pike, heißt sie, glaube ich, die liebe Dame. So, dann haben wir die, haben hier Selection und Selection die Elite, beide auf Deutsch aus dem Sauerländer Verlag. Und dann The One von Kira Cass aus dem Harpentin Verlag auf Englisch. Als nächstes haben wir hier die fünfte Welle von Rick Yancey, eine richtig gute Dystopie, die ich euch absolut empfehlen kann. Weiter geht's mit richtig guten Dystopien und zwar Wie Monde so silbern von Marissa Meyer möchte ich unbedingt auch noch den nächsten Teil lesen. Dann die Tribute von Panem, die ganze Reihe. Ihr wisst, ich liebe sie einfach. Und dann haben wir hier noch in der Ecke Göttlich verdammt von Josephine Angelini, habe ich auch gerade erst beendet. Ja, war ganz gut, aber mal gucken. Eigentlich will ich schon ganz gerne weiterlesen. Und ja. Dann geht es hier mit dem nächsten Regal weiter. Hier habe ich noch so ein paar andere Bücher stehen. Und zwar geht es hier los mit Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra. Habe ich abgebrochen irgendwann. Ich weiß nicht. Irgendwie. Vielleicht lese ich es irgendwann weiter, keine Ahnung. Dann Take Me There, eine Geschichte zum Verlieben von Susan Colasanti. War eigentlich ganz nett. Dann habe ich hier die letzten drei Teile von Harry Potter in der englischen Ausgabe. Ja, die sind auch von meinem Papa, deswegen, ja, aber sie stehen einfach mal bei mir. Dann habe ich hier Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Fand ich super schön, das Buch. Dann habe ich die ersten beiden Teile von der Godspeed-Trilogie von Beth Revis. Den dritten Teil muss ich irgendwann unbedingt nochmal lesen. Dann habe ich hier die letzten beiden Teile von der Tintenwelt-Trilogie. Heißt die so? Und irgendwas knistert hier gerade. Muss ich irgendwann mal lesen. Ich habe nur den ersten Film gesehen und keine Ahnung. Aber wenn, dann will ich auch das erste Buch lesen. Dann habe ich die ersten beiden Teile von der Delirium-Trilogie. Ich habe den dritten auch, den habe ich aber gerade noch ausgeliehen. Und ich meine, ich habe meine Freundin echt lieb, aber ich meine, der Zustand, in dem sie mir mein Buch zurückgegeben hat, ja, ich möchte euch das bitte einmal präsentieren, ja, okay? Also hier vorne fängt es an, da, Ecke. Dann hier unten ein Riss. Dann geht es hier weiter, es ist verknickt. Hier oben, bitte. Also. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich hätte ihr das Buch einfach ohne Schutzumschlag geben sollen, aber ich meine, das nächste Buch sieht halt ganz okay aus, ne? Da ist nichts drin passiert, aber ich meine, das erste sieht echt so schlimm aus und das war ich nicht. Und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Deswegen soll ich sie darauf ansprechen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Sagt mir mal, was ihr in so einem Fall machen würdet. Dann geht es hier weiter mit Dark Academy, der erste Teil von Gabriella. Cool. Dann Mond Silberlicht von Mara Wolf, The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky, dann von Sarah Shepard, Unschuldig, also Pretty Little Liars, der erste Teil, und Lying Game und Raus bist du, auch der erste Teil. Und dann hier noch von Justin Cronin, Der Übergang. Diese drei und der Übergang habe ich noch nicht gelesen. Und die beiden habe ich gelesen und fand ich beide ganz gut. Obwohl ich einfach die Serie von Pretty Little Liars um einiges besser finde. Ich bin übrigens jetzt schon bei der dritten Staffel. Und kommen wir zu meinem letzten Regal. Ich muss jetzt leider so filmen, weil mein Stativ nicht so weit nach unten geht. Hier haben wir die Link, ich habe das Haus getauscht von Wilco Weiß. Ja. War okay, ganz gut. Für das, was es ist, war es gut, aber halt nicht so mein Genre. Dann Frostkuss von Jennifer Estep fand ich ganz gut. 4 Sterne hat es bekommen. Möchte ich aber eigentlich fortführen, weil ich habe nochmal auf YouTube so ein bisschen das Hörbuch gehört und fand es irgendwie doch nochmal besser als beim Lesen. Und es heißt ja auch immer bei Frostkurs, bei der Reihe, bei der Mythos Academy wird es immer besser. Deswegen, ja. Dann von Jess Ruthenberg. Weißt du eigentlich, dass du mir das Herz gebrochen hast? War auch ein ganz gutes Buch. Aber ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern.
Dann hier Krabat von Ottfried Preußler. Ich sage jetzt nichts zu diesem Buch, mussten wir für die Schule lesen. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt in meinem Bücherregal steht. Dann haben wir hier Im Pyjama um 4:30 von Gabriel Ellermann und Jakob Leonhard. Ich fand das Buch echt süß. Ich mag solche Chat-Sachen super gerne, weil ja, man halt, weil das so vertraut ist irgendwie. Dann Unbewohntes Herz habe ich noch nicht gelesen. Mal gucken, ob ich das überhaupt lesen möchte, weil es ist halt irgendwie so, es hört sich nicht so nach meinem Ding an und ich habe es halt zu Weihnachten bekommen, ja. Dann Margot Spuren von John Green habe ich noch nicht gelesen, beziehungsweise habe ich abgebrochen nach den ersten paar Seiten, einfach weil ich glaube, ich erwarte von John Green Büchern zu viel und ich möchte einfach nicht enttäuscht werden. Hallo, kannst du hier mal bitte reingehen? Dann Türkisgrüner Winter von Karina Bartsch. Da brauche ich noch Kirschroter Sommer dafür. Aber ich habe es halt irgendwie für 2 Euro gekriegt, weil es ein Mängelexemplar war und vielleicht die Reihe sowieso lesen möchte. Habe ich es einfach mitgenommen. Dann habe ich hier Whisper und Isola von Isabel Abedi. Whisper habe ich noch nicht gelesen. Isola habe ich aber schon gelesen und fand ich ganz gut. Dann habe ich hier Totengrund von Tess Gerst. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Ich tue mich immer so schwer bei Büchern, die nicht mal ein Genre sind. Dann ist hier noch Stardust von Lissa Price. Fand ich richtig gut. Möchte ich aber einfach unbedingt noch den zweiten Teil lesen. Dann Ascheherz von Nina Blason. Und dann einmal die Herr der Ringe Trilogie auf Englisch und auf Deutsch. Und hier unten habe ich dann nur noch so ein bisschen Scrapbook-Papier von HEMA und so ein paar, meine Bibel, eine Dutta-Bibel, die Weihnachtsgeschichte, ein Schreibtagebuch, ein Buch von meiner Schwester, was sie mir, also ein Fotoalbum und dann noch ein Fotobuch. Und ja, das war's mit meinem Bücherregal. Ich zeig's euch jetzt noch einmal. So sieht's aus. Und ich liebe es. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie... Ich mag mein Bücherregal sehr gerne. Vielleicht, ich meine, ich habe halt noch nicht so viele Bücher, aber ihr müsst halt auch einfach bedenken, ich muss die mir alle selbst kaufen. Oder halt, wenn ich mal welche Geschenke bekomme. Aber es passiert halt auch nicht so oft. Und dafür, dass ich jetzt erst so seit 1,5 Jahren so wirklich lese oder seit 2, sind es doch eigentlich schon relativ viele. Und es wird ja auch immer mehr. Es wird nicht weniger. Deswegen, ich hoffe, dass euch mein Bücherregal-Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!